Guten Abend, liebe Freundinnen, Freunde. Dietrich, ich bin von unserem geschätzten Verleger verdonnert worden, diesen Abend hier zu moderieren. Und habe das aber sehr, sehr gerne angenommen, weil ich das Buch gelesen habe. Dietrich Brüggemann ist ja von Hause aus eigentlich Musiker und Filmemacher. Und jetzt hat er einen dicken Roman geschrieben. Und ich habe lange Jahre in meiner beruflichen Laufbahn professionell als Literaturredakteur jede Buchmesse, jede Saison die neuen und die Debütromane lesen müssen. Und hatte aus diesen 10, 15 Jahren Beschäftigung mit neuer und aktueller deutscher Prosa, ich hatte es dann irgendwann wirklich über, weil mich 90% gelangweilt oder nicht interessiert haben. Und weil ich aber junge Autoren, die ein Debüt vorlegen, nicht in die Tonne treten wollte, habe ich mir gesagt, okay, du schreibst entweder gar nichts oder du lobst. Und das kam dann halt nur noch sehr, sehr, sehr selten vor. Und als mir das Buch jetzt hier von Westend geschickt wurde, dachte ich, ach ne, den Dietrich hatte ich vorher schon mal kennengelernt kurz, ja, und wusste, er macht Musik und ist Filmregisseurmacher. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt so ein Musiker, der jetzt auch noch einen Roman schreiben will, ja. Ach, das kann ja nichts. Also, und war wirklich, ehrlich gesagt, skeptisch, als ich das Buch aufgeschlagen habe und angefangen habe. Und dann auf Seite 100, das liest sich wie nichts, habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe geschrieben, lieber Dietrich, ich bin jetzt erst auf Seite 100, aber ich habe schon 5-mal laut gelacht. Und das passiert mir eigentlich bei zeitgenössischer Prosa nie. Ja. Und ich gebe jetzt mal wegen des lauten Lachens, das ist ja ein Kompliment von mir aus betrachtet, hast du auch ab und zu gegrinst und gelacht, wenn du diese Dialoge und diese Sachen geschrieben hast? Nee. Also umso besser, er hat es gar nicht so, bei mir ist es wirklich so angekommen, also ich lese sehr viel und dass ich laut lachen muss beim Lesen, das ist wirklich selten, das wird euch vielleicht ähnlich gehen, das passiert einem recht selten und hier auf 100 Seiten schon 4-5 Mal und es ging dann so weiter. Ja? Worum geht's? Es geht um, wie der Titel sagt, die Materialermüdung. Es ist aber jetzt nicht nur die Materialermüdung, die wir alle kennen, dass Geräte kaputt gehen, dass Autos und so weiter, langsam, je älter sie werden, umso wackeliger und kaputter, sondern, und das finde ich, dachte dann, ja, das hat damit zu tun, dass der Kerl Musiker ist und Komponist und so. Ein Komponist spielt ja auch hier eine Hauptrolle. Er kann komponieren. Er hat nicht nur eine Geschichte erzählt, nämlich die Materialermüdung, an der dann am Ende der Berliner Fernsehturm auch dran glauben muss, sondern auch der Stoff, ein anderer Stoff geht kaputt oder ermüdet. Und das ist der Stoff, der die Beziehungen zusammenhält, die Diskurse zusammenhält, auch die Kollektive. Hast du dir da vorher so ähnlich wie beim Songkomponieren oder so, so Gedanken gehabt? Boah, naja, also ich wollte jetzt nie diese Metapher in den Vordergrund räumen, weil die wirkt ja auch im Hintergrund schon ganz gut. Und man denkt ja so, geht ja eher das im Bach runter. Also das ist die Nullerjahre, die waren ja so, da war all die Welt einerseits noch heil, aber andererseits war so in intellektuellen Kreisen, es gibt ja immer so ein Grundrauschen an dem, was jeder so vor sich hin labert, wenn er irgendwie eine Indie-Band hat oder für irgendwas interviewt wird, dann die Leute dreschen immer dieselben Phrasen eigentlich so. Diese Phrasen ändern sich mit der Zeit, so Mitte der 10er Jahre wurde es dann eher alles so fließend und fluide und identitätshinterfragend, aber so bis Anfang der 10er Jahre wurde immer so gelabert von so Zerfall und Krise und Bruch und Fragmentierung und postmoderner Zersplitterung und so. Da dachte ich, gut, ja, gut, ja, das kann ich auch. Also, dann nehmen wir das doch mal ernst und denken es bis zum Ende durch. Und das ist vielleicht antizipiert so das allgemeine Geschwafel ja auch einfach immer das, was dann tatsächlich stattfindet. Und
ich finde so ein Zusammenhalt dahingehend, dass man sich gegenseitig als Teilnehmer in einem zivilisierten Diskurs wertschätzen kann, auch wenn man vielleicht in einzelnen Fragen anderer Meinung ist. Das ist ja tatsächlich irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Also man geht immer so immer gleich auf den Mann oder auf die Frau, auf die Person. Es wird immer so, also durch Abweichen von der als richtig verfügten Meinung wird, man macht sich zum kompletten Unmenschen und wird dann das Existenzrecht komplett in Frage gestellt. Das finde ich schwierig. Also ich habe 2015 schon einen Film gemacht, das heißt, den haben wir 14 gedreht und geplant wurde auch seit 2010. Der hat sich auch schon damit beschäftigt, aber halt unter dem Blickwinkel einer Sache, der mal in Deutschland irgendwie sein Leben lang nicht entkommt, nämlich so die ganze NS-Auseinandersetzung, die auch im Buch ein bisschen eine Rolle spielt. Da war mir schon seit jeher aufgefallen, dass, also es gab eine Zeit lang in den 90er, 0er Jahren unfassbar viele Filme, die in der Nazi-Zeit spielten. Alle so Kostümfundus-Filme. Ich fand die alle scheiße. Erstens handwerklich, auch von der Sprache stimmt immer nicht. Man kann sich ja Filme aus der Zeit angucken, dann sieht man, wie die Leute sind. Jedenfalls, ich fand auch immer so von der inhaltlichen Ausrichtung fand ich die verkehrt, weil das ist immer so ein zwei inhaltliche Richtungen. A, Opferidentifikation, B, Widerstandsidentifikation. Dann mir gut, schön, das macht natürlich, das gibt mir so ein bisschen ein gutes Gefühl, dann verwandle ich mich selber so ein bisschen in Sophie Scholl und sage, ja, ich bin auch noch wieder Nazis, ja. Aber der aufklärerische Effekt wäre ja wahrscheinlich größer, wenn ich einen Film machen würde, in dem halt so Täteridentifikation stattfindet. So, Freunde, so hat sich das angefühlt, einfach mal Nazi zu sein. Und das haben hier Millionen Leute mitgemacht. Und du hättest es auch mitgemacht. Das sind nämlich die Mechanismen. Und die funktionieren auch eventuell mit ausgetauschtem Inhalt. So, und dann habe ich seit 2010, als die Debatten erst im Internet schärfer wurden, dachte ich mir, naja, also die Inhalte sind andere, aber der Modus, in dem man da miteinander umgeht, der ist durchaus, naja, also faschistoid, wenn man es mal unfreundlich formulieren will. Interessant auch gleichzeitig in der Umgangssprache hat sich in der Zeit was ergeben, was ich auch interessant fand. So gerade der Alltagsslang, der enthält oft so gewisse Wahrheiten, dass es in der Zeit anfing, dass man alle möglichen Leute und auch sich selbst, gerne so freundlicher Selbstzuschreibung irgendwie als Nazi bezeichnet hat. Ich brauche in der Küche zum Beispiel irgendwie immer ein gutes, scharfes Messer. Ich bin ein totaler Nazi, was das angeht. Oder ich bin, hier bei mir musste ich beim Pinkeln auf dem Klo leider hinsetzen. Ich bin so ein Reinlichkeitsnazi im Klo. Was auch immer. Mit allen möglichen Themen haben die Leute durchaus sich selbst so freundlich als Nazis bezeichnen, wo ich dachte, das stimmt wahrscheinlich. Also wir haben, de facto werden immer mehr Leute zu Nazis und finden es auch selber gut. Und das ist interessant. So entstand halt der Film Heil, in dem halt alle deutschen Nazis sind. Also strukturell, nicht inhaltlich. Die sind inhaltlich sehr gegen rechts, ganz klar, aber halt im faschistischen Modus gegen rechts. Was dann dazu führt, dass ein Schwarzer, der ein Buch über Alltagsrassismus in Deutschland geschrieben hat, den damals sein Gedächtnis verliert, klassisches Komödienmotiv, du kriegst einen Schlag auf den Kopf und hast du deine Persönlichkeit ausgetauscht und der ist dann als rechte Galionsfigur in den Medien und gibt so klassisch rechte Phrasen von sich und alle jubeln ihm zu, weil er halt ein Schwarzer ist, der ein Buch über Alltagsrassismus geschrieben hat, wo man also, das war halt eine klassische Komödie. Mhm. Ich schweife ab, das war diesen Film. Nee, haben wir du schweifst gar nicht ab, weil darum geht es ja letztlich auch dann hier. Ja. Also finde ich schon, dass die, also du hast es angesprochen und der Roman spielt ja sozusagen in der Jetztzeit, aber vor der Pandemie sozusagen. Ja. Die Pandemie tritt noch nicht auf, aber irgendwie gut, ich habe sie ja auch jetzt erst jetzt gelesen, deshalb hast du da schon ganz gut sozusagen, wie sagt man, die Vorwäsche getroffen. Die drei Protagonisten und ein Berliner Theaterkollektiv, was ein Stück über Obsolenz, also über die Dinge, die kaputt gehen, dauernd einstudiert und das wird erzählt, drei Protagonisten, zwei Typen, eine Frau und dann noch die ganzen drumherum und ich musste halt so lachen, weil ich die Szene in Berlin ja auch gut kenne, so ein bisschen so Theater und so weiter und das hat er, da muss ich sagen, das hat er so genau und so gut getroffen. Er hat es hier irgendwie geschafft, diese ganze Identitätsdiskurs-Debatte oder das Gelaber darum wunderbar zu
kombinieren und kompositorisch zusammenzubringen mit einer realen Materialermüdung, nämlich, und hier kommen wir jetzt zum Fachgebiet von mir, Verschwörungstheorien, ein auch Protagonist, der Vater eines dieser drei, der gibt einen verschwörungstheoretischen Sokrates-Report heraus, ja? Den natürlich alle irgendwie, ach, der Vater, der spinnt. Da werden über die Experimente berichtet, die im CERN da in Genf oder in der Schweiz stattfinden und bei dem jetzt eine Zerstörung, ein Zerfall der Materie durch irgendwelche schiefgegangenen Experimente in Gang gesetzt ist. Und der geht dann im Lauf des Romans voran. Was ich so toll fand, was du hier geschafft hast, du hast einen apokalyptischen Roman erzählt, an dem am Ende also alles kracht. Aber das liest sich so locker flockig. Also willkommen in der Apokalypse so ein bisschen. Ja, ich denke mal, wenn die Welt untergeht, dann wird das genau so sein. Also es fühlt sich ja dann das Leben nicht anders an als vorher. Also man hat immer noch. Man hat immer noch so seine zwei Hände, zwei Beine und vielleicht zwischendurch Hunger oder muss aufs Klo. Nebenbei geht aber die Welt unter. Und diese Grundtemperatur des Lebens, das merkt man ja selbst bei so einschneidenden Lebensereignissen, die also so alles auf den Kopf stellen, was weiß ich, irgendwie im Guten wie im Schlechten, so Unfälle und große Glücksereignisse. Irgendwie merkt man immer erst, kann man immer erst hinterher sagen, ja, das war jetzt wirklich der große Wechsel. Aber währenddessen ist man immer so drin und nimmt die Dinge so wahr, so ganz, ganz sachlich. Okay, jetzt passiert das, jetzt ist mein Vater gestorben, jetzt kommt mein Kind zur Welt, was weiß ich. Also das ist der große Bedeutungsüberbau, den baut man sich ja eigentlich erst hinterher. Während es ist, man erlebt es einfach so sachlich. Ist vielleicht auch irgendwie geschockt und oder so, aber ich habe versucht, das so zu schildern, wie es halt so wäre, ja, genau. Genau, lies doch einfach mal ein Stück vielleicht vor und dann reden wir weiter. Ich kann ja mal, ich bin auch auf Twitter, ich sollte vielleicht mal bleiben lassen, ich habe gerade über Ecken mitgeteilt bekommen, dass meine Tweets gefährdend sind. Hier sind eine SMS, so gezielte Indiskretion bei der Vogue, wie überall. Irgendein Chef will nicht, dass hier Brüggemann im Blatt erscheint, bei der Vogue. Seine Tweets seien gefährdend. Jetzt nehmen Sie jemand anders rein. Das einen freut, das andere leid. Wenn meine Tweets gefährdend sind, das ist vielleicht ein schöner, fragt man sich, was wird da gefährdet? Und warum ist es so fragil, dass meine Tweets das gefährden können? Aber dann lese ich vielleicht einfach was vor, wo es um Twitter geht. Das wäre so, man muss ja solche Sachen auch verarbeiten. Also hier. Moses sucht seine Schwester Hannah und hat sie auf Twitter gefunden. Moses war währenddessen damit beschäftigt, Hannahs Netzwerk auf Twitter nachzuverfolgen. Ihr Profil war auf privat gestellt. Wenn man ihr folgen wollte, musste sie einen zunächst freischalten und sie hatte nur 85 Follower. Also folgte Moses all diesen Followern und versuchte herauszufinden, ob einer von denen Hannah mal irgendwo erwähnt hatte. Aber das war hoffnungslos und außerdem wurde er dauernd abgelenkt. Heute herrschte auf Twitter große Aufregung über die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Mannheim, die in einer internen Besprechung gesagt hatte, nicht jede Widrigkeit, die einer Frau widerfahre, sei schon Sexismus. Das Leben halte für jeden Menschen auch so schon genügend Schwierigkeiten bereit. Das Meeting, in dem sie das gesagt hatte, war mitgeschnitten worden. Jemand hatte den Ausschnitt auf Twitter gepostet und dazu geschrieben, die Uni Mannheim habe hier ja offensichtlich den Bock zum Gärtner gemacht. Daraufhin war ein Sturm der Empörung über die Gleichstellungsbeauftragte hereingebrochen. Politiker zeigten sich betroffen, Journalisten waren süffisant und Fernsehkomiker höhnisch. Die Bevölkerung von Twitter ließ sich grob in drei Teile einteilen, ungefähr so wie die Ständeordnung des Mittelalters. Es gab Leute, die auch im realen Leben Autorität und Reichweite hatten. Das waren überwiegend Journalisten und Politiker und sie trugen als Ausweis ihrer besonderen Vertrauenswürdigkeit einen blauen Haken hinter ihrem Namen. Das war der Adel. Dann gab es die Geistlichkeit, deren zivile Personen hinter ihrer Rolle als Priester völlig verschwand und die meist unter Pseudonym auftraten. Sie hatten sich durch originelle Gedanken oder unterhaltsame Anekdoten vor allem aber durch beharrliches Dranbleiben eine vier- oder fünfstellige Zahl an Followern erarbeitet. Twitter belohnte permanente Präsenz. Einmal am Tag einen Geistesblitz posten und dann wieder verschwinden funktionierte nicht. Wer auf Twitter etwas werden wollte, musste nicht nur posten, sondern auch liken und retweeten und kommentieren und möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Mit anderen Worten, er musste permanent am Smartphone kleben.
Und dann gab es noch die dritte Gruppe, das war das Fußvolk, also irgendjemand. Namen oder Pseudonyme mit ein paar hundert oder drei oder null Followern, die den großen Accounts folgten und meistens nur kommentierten oder likten oder retweeteten, was die Großen von sich gaben. Als kleiner Account konnte man jedoch im Strom der Millionen Tweets sichtbar werden, indem man Hashtags verwendete. Wenn ein Hashtag in kurzer Zeit oft verwendet wurde, erschien er bei Twitter in den Trends. Heute trendeten die Hashtags Gleichstellungsfail und Bock zum Gärtner. Beide bezogen auf Melanie von Ostrowski, die Mannheimer Gleichstellungsbeauftragte. Und wenn man einen dieser Hashtags anklickte, dann sah man Tweets, in denen er vorkam. Zum Beispiel den Beitrag eines Users, der sich Mob-Mitglied 89 nannte und schrieb: Frau Baronin von Ostrowski war mir bisher nicht bekannt, aber da die Uni Mannheim mit Ad-Zeichen, ja offenbar gern den Hashtag Bock zum Gärtner macht, empfehle ich Hashtag Adolf Hitler als Professor für Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mob-Mitglied 89 hatte nur 156 Follower, aber sein Tweet hatte bereits 78 Likes und 5 Retweets. Moses las die anderen Beiträge mit dem Hashtag Bock zum Gärtner. Die Twitter-User aller drei Stände waren sich einig, dass Melanie von Ostrowski eine gefährliche Fehlbesetzung sei, die umgehend von ihrem Posten entfernt werden müsse. Die Universität Mannheim sah sich zu einer Stellungnahme genötigt und schrieb, dass Einzelmeinungen in internen Besprechungen nicht die offizielle Linie der Universität wiedergäben, dass man die Meinungsfreiheit respektiere, aber der Sache nachgehen und eine Kommission zusammenstellen werde, die klären sollte, ob Frau von Ostrowski als Gleichstellungsbeauftragte noch tragbar sei. Melanie von Ostrowski selbst war bis Samstagabend auch auf Twitter gewesen, dann hatte sie ihr Konto gelöscht, aber jemand hatte vorher einen Screenshot von ihrer Profilseite gemacht, auf der zu lesen war, dass sie Katzen und Kinder liebte und hier privat sei. Außerdem war da ein Foto von ihr, auf dem sie einen jungen Tiger auf dem Arm hielt und ein T-Shirt trug, auf das ein roter Kussmund und die Aufschrift Feminist mit 2 M gedruckt war. Dieser Screenshot kursierte jetzt wiederum in verschiedenen Varianten auf Twitter. Leute hatten dem Tiger die Köpfe von Donald Trump, Konrad Adenauer und Joseph Goebbels aufgesetzt. Aus Katzen und Kinder war Küche und Kirche geworden und auf dem T-Shirt stand Frauen an den Herd oder Mädels jammert nicht so rum oder ich kann nichts dafür, mein Mann hat mir das diktiert. Melanie von Ostrowski bekam allerdings nicht nur Spott und Häme ab, sondern auch Zustimmung. Eine Journalistin der Bild gratulierte und bot ihr eine Stelle an, falls sie in Mannheim rausfliegen sollte. Eine konservative Publizistin twitterte, die Revolution frisst ihre Kinder. Und eine Bundestagsabgeordnete der AfD schrieb, dass die Cancel Culture immer wieder zugeschlagen habe und dass Melanie von Ostrowski herzlich eingeladen sei, vor der AfD-Fraktion einen Vortrag zu halten. Daraufhin schrieb ein Journalist der Zeit mit blauem Haken hinter dem Namen: Auweia, Beifall von der AfD. Bin gegen Skandalisierung, aber das Problem ist doch, dass man an einer deutschen Uni anscheinend mühelos mit Hashtag NoAfD kompatiblen Positionen Gleichstellungsbeauftragte werden kann. Hashtag wir müssen reden, Hashtag sag nein zum Sexismus, Hashtag Nazis raus. Ja. Soweit mal dazu. Ja. Du hast gerade schön die Presse zitiert und ich habe ja, nachdem ich, wie eben berichtet, das Buch so begeisternd gelesen hatte, dann die Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen und da schreibt denn ein Journalist, ja, er erzählt, was in dem Buch hier geschieht und lobt auch und ja, die Figuren, also ne, und die Berliner Szene und das ist alles toll beschrieben und witzig und so weiter. Ich denke, lese die ganze Zeit, denke, oh ja, das ist ja sehr lobend. Und dann kommt dann irgendwann aber dazu. Dazu muss man wissen, dass der Autor Brüggemann ja während der Corona-Krise einer der führenden Film- und Fernsehleute waren, die alles dicht machen, kritischen Videos von Schauspielern und so. Und das. Und da deshalb, weil er das gemacht hat, liest man den ganzen Roman mit einem Verdacht. Und dieser Verdacht, und so steht es auch in der Überschrift von diesem süddeutschen Artikel, dieser Verdacht ist, hütet euch vor der Wissenschaft. Weil am Ende hat ja der verrückte Sokrates-Report, der sagt, ey, diese Experimente da im CERN, die sind nicht so ganz ohne und da kann was passieren. Das gab es ja mal wirklich vor einigen Jahren. Wer war das noch? Florian? Rössler. Ein auch renommierter Physiker, Chemiker. Wir haben mal Chaostheorie-Vorträge, glaube ich, von ihm angehört. Also der Rössler hat damals eben genau das, was da im
beim Sokrates-Report steht, so gesagt, ja, die Experimente sind gefährlich, da kann die Materie flöten gehen. Ja? Und deshalb, weil Dietrich jetzt das im, als Plot-Idee, ja, Materie zerfällt, im Hintergrund des Romans, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Das ist überhaupt nicht die Botschaft, es geht überhaupt nicht um dieses CERN. Stimmt, weil das ist ja schon die Botschaft von Goethes Faust. Genau. Und ich habe in meiner Rezension geschrieben, ja, nur weil Goethe oder Mary Shelley, ja, sind die jetzt Querdenker, weil die irgendwelche Wissenschaftler oder so in ihren Romanen featuren, muss man jetzt skeptisch sein und muss man wissen, wenn man ja, den Prozess von Kafka liest, dass Kafka Versicherungsangestellter war, will der da eigentlich unter der Hand, das war ja der Vorwurf dieses Journalisten, dass uns Franz Kafka unter der Hand Versicherungspolicen verkaufen will. Ja? Und so wird ja der Brüggemann, ja, unter der Hand, ist, er ist ja Querdenker und hat bei Corona eine kritische Meinung gehabt und die will er jetzt uns mit dem Roman, der vorher spielt, unter der Hand unterjubeln. Das war der Kritikpunkt dieses Typen da. Ja? Und ich habe, ja, wie gesagt, wenn die, es, er lobt den Roman vorher und das das toll zu lesen ist und so weiter. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ich denke, ja, guck mal hier, positive Rezension, stimmt ja, ich hatte ihn ja gerade auch durch. Und dann kommt dieser Quatsch da. Und dann, da wird es einem dann doch schon ein bisschen anders, oder? Ich empfehle hier drei Strategien, die aufeinander aufsatteln. Also wir sind ja, Dissens und Kontroverse ist ja schädlich, da sind wir uns alle einig. Wir müssen, also wir brauchen eine starke, wehrhafte, demokratische Öffentlichkeit, in der auch die Kunst die Menschen nicht verunsichern sollte, sondern ihren Beitrag leisten dazu, dass es allen in unserem Land gut geht. Daher empfehle ich als erste Strategie Affirmation. Man muss Ja sagen. Zu was auch immer entgegengetragen wird von einer majoritären Öffentlichkeit, muss man affirmativ bejahen. Insofern, also wie viel Geschwurbel steckt in dem Buch, fragt die Süddeutsche, kann die Antwort nur lauten 100%. Ja. Ausschließlich Geschwurbel. Zweitens, Appropriation. Man muss das, was einem entgegengebracht wird, verwenden und sich aneignen. Also jedes Schimpfwort, was einem entgegengebracht wird, muss man freudig auch bejahen. Deshalb sagen, nenne ich mich Putin-Versteher. Genau, also Schwurbler, Querdenker, gebt es mir, you name it. Drittens, damit muss man dann hantieren in der Öffentlichkeit, affirmativ und zwar im Modus, ganz wichtig, ausgesuchte Höflichkeit. Sich für alles immer artigst bedanken und Leute siezen und freundlich sein und verbindlich sein. So, das ist, glaube ich, so führt der Weg in eine goldene Zukunft. Insofern sage ich vielen Dank, Süddeutsche Zeitung, großartige Rezension. Ich danke für diese Medienpräsenz. Ihr habt in allem recht, das Buch besteht ausschließlich aus Geschwurbel und die Warnung vor der Wissenschaft. Das Wort Schwurbeln kam ja erst mit Corona auf. Ja. Das Buch hat mit Corona nichts zu tun und wird trotzdem jetzt hier sozusagen als Gegenargument in die Schlacht geworfen. Und wie gesagt, ich habe früher lange Literatur rezensiert, aber auf die Idee zu kommen, dass ich ein tolles Buch deshalb jetzt in die Tonne trete, weil der Autor eine Haltung hat, die mir nicht passt. Darauf bin ich, auf diese Methode der Literaturkritik bin ich nicht gekommen früher. Dass wir so weit gekommen sind in unserer ja, Kultur, in unserer auch ja, Diskurs- und Debattenkultur, das hätte ich eigentlich so vor 20, 30 Jahren nicht gedacht. Und jetzt ist es normal und selbstverständlich. Und was er hier gemacht hat mit dem Werk, das ist in meinen Augen, ja, ich habe es ja schon so genannt, eine großartige Komposition, die natürlich Verschwörungstheorien und wie ist es mit den Faktencheckern und den Verschwörungstheoretikern, gibt es da Unterschiede oder sind die eigentlich ähnlich und wie hängen die denn zusammen und wer checkt denn hier eigentlich die Fakten? Also dass am Ende sozusagen in diesem Plot der Materiezerstörung, Ermüdung, dieser Verschwörungstheoretiker recht behält,
das spielt eigentlich keine große Rolle hier in dem Buch. Das wird ihm aber auch vorgeworfen, dass da, hütet euch vor der Wissenschaft. Und ich glaube und ich denke, stimmst du zu, dass das, oder hättest du sowas vor 20 Jahren gedacht, dass es so eine Art von Denke in unserer Kultur geben kann? Also ich muss ehrlich gestehen, ich konnte mir das so nicht vorstellen. Vor 20 Jahren war ich noch, also vielleicht auch noch sehr jung. Du bist ja noch ein junger Spund, ja. Gerade mal an der Filmhochschule. Ja. Da habe ich nur an ästhetischen Kategorien gedacht. Da war mir das Politische gar nicht so gegenwärtig. 2001, ja, ging's los, richtig, ja, damit, ja. Und jetzt sind wir sozusagen erst nach Covid und jetzt mit den Russen. Es darf keine Abweichung vom Mainstream wird mehr geduldet. So ist es doch, oder? Es ist die Frage, welche Rolle die Kunst da spielt. Also was jetzt mit einem Roman passiert, der aus diesem... Ich habe natürlich das Gefühl, es gibt so einen Korridor dessen, was man halt irgendwie sagen kann, was man nicht sagen kann. Mir ist es über die Jahre hat sich das zunächst auf... für mich jetzt auf Gebieten ausgetobt, in denen ich sowieso einfach keine Aktien im Spiel habe. Ich habe zum Nahostkonflikt zum Beispiel, wo, ja, das ist das, wo ich mich erinnern kann, wo schon am längsten immer die Seiten aufeinander eingeschlagen haben. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen will. Ich kann dazu nichts sagen. Deswegen halte ich den Mund. Ich war zweimal in Israel. Ich fand es interessant. So. Das ist aber, da habe ich schon mitgekriegt, dass da mit sehr harten Bandagen gekämpft wird. Und ich fand es schon immer irgendwie, also über die Jahre, so leichte Momente der Irritation, wenn so die Band Radiohead in Tel Aviv ein Konzert spielen will und dann so einen ungeheuren Shitstorm kriegt, weil man das anscheinend nicht machen darf. So von so Leuten wie Ken Loach, der in Großbritannien dann irgendwie, sind die alle dann also sehr anti-israelisch. Und dann hat Tom York von Radiohead so ein Statement veröffentlicht und gesagt: Liebe Freunde, wir spielen ja auch in Amerika, ohne dass wir jetzt Donald Trump-Fans sind. Und Musik spielt auf einem anderen Feld als Politik und wir spielen jetzt in Tel Aviv und halt die Fresse, so ungefähr. Weil ich dachte, interessant dran, wieso wird hier Kultur so komplett in die Schützengräben geschickt? Mhm. Fand ich interessant. Dachte ja, das war aber damals aus einem Blickwinkel, wo ich dachte, habe ich ja nichts mit zu tun. Ich bin ja nicht Radiohead und ich gebe ja keine Konzerte in Tel Aviv. Ich hatte da so eine Meinung zu, aber die hatte keine Konsequenz. Man liest es so auf dem Klo und geht dann wieder raus und macht den Kaffee. Und dann hat man so gesehen, so gab es so eine Intoleranz im Netz, wo man denkt, so im Kern immer so ein berechtigtes Anliegen, so Selbstbestimmung sexueller oder sonstiger Minderheiten oder Antirassismus oder so die Schlachtfelder der Cancel Culture, Me Too und Black Lives Matter und so weiter. Das sind ja im Kern sind das ja Anliegen, wo man sagt, ja, ist ja okay, habe ja nichts dagegen, ist ja gut. Also klar, niemand, also Rassismus und so, also wir sind alle, glaube ich, in den 90ern, als ich jung, richtig so ganz jung war, da war so vollkommen klar, dass also irgendwie Diskriminierung nach sexueller Orientierung und Hautfarbe, so, es ist sowas von gestrig, das spielt für uns einfach wirklich keine Rolle. Wir sind alles Menschen und das wird dann hoffentlich mit dem neuen Jahrhundert, die Reste da werden vom Staub verweht. Das war so mein Mindset, in dem ich dann so in eine Zukunft ging, wo ich dachte, das haben wir jetzt vielleicht mal so hinter uns gelassen. Und dann kamen diese Sachen aber so zurück auf eine Art, wo ich dachte, okay, jetzt ist auf einmal die Hautfarbe wieder ganz entscheidend, irgendwie merkwürdig, ja, okay, es gab Diskriminierung, okay, die muss jetzt aber auf den Kopf gedreht werden, damit am Ende wieder, also fand ich ein bisschen seltsam, aber auch da habe ich jetzt immer noch keine Aktien im Spiel gehabt und so richtig explodiert ist es halt mit Corona, wo halt auf einmal die Cancel Culture sich ausgetobt hat auf einem Feld, wo ich dachte, hier wäre jetzt Debatte sehr, sehr notwendig. Also diese ganz, also wirklich kontroverse Frage, ob so liberale Demokratien auf einmal so Sachen machen, wie Leuten verbieten, das Haus zu verlassen und Läden schließen und Schulen schließen und Versammlungen von mehr als drei Menschen verbieten. Das ist, sag mal, war ja ungewöhnlich. Also wäre auch davor eigentlich nicht so richtig denkbar gewesen. Schon ungewöhnlich. Und sich dann hinstellen und sagen, das ist jetzt aber alternativlos und wer dagegen ist, der ist jetzt auf einmal ein Vollidiot, Schwurbler, böse und rechts. In dem Moment dachte ich, okay, also das, nee, da habe ich jetzt, also da habe ich jetzt, bin ich anderer Meinung. Und die sage ich jetzt auch, diese Meinung. Und in dem Moment, wo im Kern keinerlei berechtigtes Anliegen mehr war, weil die Sache im Kern war komplett kontrovers und sehr, sehr, sehr fragwürdig. Aber da hat die Cancel Culture dann auf einmal mit ganz besonderer Macht zugeschlagen. Ja. Das ist ja auch interessant in den Gesprächen um die skandalöseste Videoaktion aller Zeiten. Es alles dicht machen, wo ab und zu hat man ja noch die Gelegenheit, so mit Leuten oder in Medien drüber zu sprechen. Das ist ja dann immer, die Leute sind so ein bisschen merkwürdig hilflos, wenn sie einem eigentlich sagen wollen, was man eigentlich Böses getan hat.
Nämlich im Kern nämlich eigentlich nichts. Also wir haben satirische Videos gedreht, die sich über Lockdown-Deutschland lustig gemacht haben. Und ihr habt das, das Affirmative, was du eben... Genau, ne? wir haben Überaffirmation betrieben. Ja, wir haben diese Art von locker, flockigen Wohlfühlspots einfach persifliert, wie so Bundesregierungskampagnen oder auch die Videos, die das World Economic Forum ab und zu in die Welt setzt, die sind auch vollkommen irre. So, Lockdowns are quietly improving cities around the world. Oder so. Diese Forscher haben eine Maske entwickelt, die gleichzeitig, während du ausatmest, auch einen Corona-Test macht. Also die Videos vom WEF, lohnt sich, denen mal auf Instagram zu folgen. Ganz toll. Das haben wir halt persifliert. Das kann man uns ja eigentlich nicht vorwerfen. Dann war die Hilfskonstruktion, ihr macht euch über Intensivpatienten lustig. Haben wir das gemacht? Also als Kronzeuge wurde man das Ritchie-Müller-Video in eine Tüte aus der anderen einatmen. Das war ja offensichtlich was anderes. Es handelt davon, dass jemand halt seine eigene Atemluft mitbringt, weil man sonst nicht mehr sicher sein kann. Und dieses Video war auch eins der frühesten in der ganzen Kampagne. Aber ganz am Anfang war das schon fertig. Und alle anderen, die wir so gefragt haben, willst du vielleicht was mitmachen, haben alle dieses Video zu sehen bekommen, Passwort geschützt. Und keiner hat gedacht, oh, das macht sich über Intensivpatienten lustig. Also im Prinzip ist im Kern ein nicht belegbarer und eigentlich aus der Luft gegriffener Vorwurf. Und deswegen dann, wenn man ist dann in der Debatte, wird sich immer dann darauf geeinigt, so, das hat ja, also ganz viele Leute haben sich da ganz arg doll von verletzt gefühlt. Also da hat so Gefühle verletzt und die fühlten sich so beleidigt und so, wo ich dann immer sage, ja, okay, aber andere Leute haben sich da sehr befreit von gefühlt. Also ich sitze auf 6.000, 7.000 Dankesmails von Leuten, die alle anfangen mit, ich würde nie die AfD wählen. Dann lass uns doch vielleicht mal nicht über Gefühle reden, sondern über das, was tatsächlich de facto vorgefallen ist. Also was war denn jetzt eigentlich unsere schlimme Untat? Themenwechsel. Also wir kommen da jetzt auch nicht zusammen. Das ist dann die Formel, mit der sowas immer beendet wird, wie ähnlich, wenn man übrigens auch Fußnote, wenn man faktische Dinge in die Diskussion einbringen, wenn man sagt zum Beispiel hier jetzt, also in Krankenhäusern bei der Bundeswehr ist die Impfquote 97% und der Krankenstand extrem hoch, also die Impfung ist da offensichtlich von Nachteil. Oder irgendwelche Fakten, so wie Schweden ist ja eigentlich gut gelaufen, ist ja, dann kommt man in irgendeiner Zahl, die Leute noch nicht gehört haben, dann sagen die, ja, das weiß ich jetzt nicht. Standardantwort, wirklich. Also die Leute können mit Fakten, die ihnen nicht von offiziellen Medien durchgereicht werden, können sie in ihr Wahrnehmungssystem nicht reinlassen. Da ist immer die Antwort, müssen wir mal ausprobieren, das weiß ich jetzt nicht. Also in dem Moment ist bei Corona ist wirklich was explodiert, was vielleicht davor unter der Oberfläche war. Aber der Plan für dieses Buch, den gab es ja vorher schon. Deswegen habe ich dann, kurz nachgedacht und dann habe ich gesagt, gut, das spielt das 2019, weil es ist ja auf eine Art, ist das auch ein Weltuntergang, der dann in diesem Winter passiert ist. Da ist ja irgendwas zerfallen, was es jetzt nicht mehr gibt. Und insofern habe ich dann, dachte ich mir, Corona, da setze ich mich nochmal separat mit auseinander. Und jetzt erstmal die Welt von gestern. Die Welt von gestern, ja, das schöne Buch von Stefan Zweig. Er hier ist jetzt kein Stefan Zweig. Das Ganze ist ein, also in meinen Augen, ja, wie gesagt, apokalyptischer Roman, in dem tatsächlich irgendwie die Welt untergeht. Aber ich habe noch nie im Leben so eine unterhaltsame und ja, auch lustige, witzige Katastrophe gelesen und nachvollzogen und erlebt. Und ich habe ihn eben, er kommt ja vom Film, ich sagte, ey Dietrich, das muss doch ein Film werden. Und ja, da meinte er, ja, jetzt müssen wir erstmal das Buch zum Bestseller machen. Alte Filmbranchenregel, Bücher werden dann verfilmt, wenn sie Bestseller sind. Genau, das hat er gesagt. Ja, die Bücher werden erst verfilmt, wenn sie Bestseller werden. Ich habe gesagt, das schaffen wir. Und also da animiert das, ich animiere. Und da euch. Seid jetzt ihr am Drücker. Ja, da seid jetzt ihr am Drücker. Du und du und du und ihr alle. Und ich sag euch, wenn ihr euch. Kaufen, verschenken. Genau, wenn ihr das Buch aber lest, ihr werdet, vielleicht nicht alle, aber 90% von euch werden genauso begeistert sein wie ich und das dann auch gleich weiter verschenken und verkaufen. Und dann kriegen wir trotz Süddeutscher, trotz FAZ und den ganzen Hanseln, kriegen wir das Buch zum Erfolg. Willst du noch ein kleines Stück lesen zum Abschluss? Soll ich noch einen Abschnitt lesen? Ja. Im selben Moment und einige hundert Kilometer weiter westlich fuhr Moses mit 160 Sachen auf der Autobahn an einem Lieferwagen vorbei. 160 Sachen, dachte Moses. Wieso sagt man dazu eigentlich Sachen? Mit den 160 Sachen, die der Golf mit Mühe und Not hergab, fühlte Moses sich wie eine lahme Ente. Im Rückspiegel erschien ein grauer Audi und wurde schnell größer. Moses zog nach rechts und ließ ihn vorbeischießen. Der Audi fuhr schätzungsweise 230 oder 250 Sachen und 3 Meter hinter ihm folgte ein schwarzer Mercedes.
Als die beiden an Moses vorbeigerast waren, scherte der Mercedes ruckartig aus, überholte den Audi rechts und fädelte sich haarscharf vor einem LKW wieder vor den Audi. Moses näherte sich dem Laster und wollte ihn ebenfalls überholen, aber im Rückspiegel kam schon das nächste Geschoss. Also trat er auf die Bremse und ließ einen roten Porsche mit knapp 200 Sachen vorbei. Danach kam ein weißer Sprinter, der es auch sehr eilig hatte, und kleine Alltagsbeobachtung auf der Autobahn, so wie Lieferwagen, so Sprinter, die rasen immer wie bescheuert. Die sind schneller als jeder. Und ein Familien-SUV, dann war frei, also überholte Moses den LKW und sah dabei im Rückspiegel, wie schon wieder irgendwas Schnelles näher kam und scharf bremste. Durch die Scheibe konnte man spüren, wie empört der Fahrer war, dass Moses seinen scharfkantigen BMW zum Bremsen zwang. Sorry, dachte Moses, ich kann jetzt schlecht Platz machen. Ich könnte allenfalls in den Laster da reinfahren oder den vor mir rammen, aber da hätten wir alle nichts von. Kaum, dass er den LKW hinter sich gebracht hatte, wurde hinter ihm Licht gehupt. Daraufhin beschloss Moses, das Familien-SUV, das vor ihm nach rechts zog, auch noch zu überholen, was bei seinem Hintermann einen sofortigen Wutanfall auslöste. Er ließ die Lichthupe aufleuchten und schlenkerte nervös hin und her. Moses zog an dem SUV vorbei, scherte ein und ließ den wütenden BMW vorbei. Der Fahrer gestikulierte im Vorbeifahren, es sah aus wie eine Mischung aus Scheibenwischergeste, Halsabschneidergeste und Hitlerrede. Maya hatte irgendwann mal gesagt, immer wenn ich aus dem Ausland komme und über die deutsche Grenze fahre, kriege ich bei diesen blauen Autobahnschildern so ein Heimatgefühl. Da bin ich zu Hause. Und damit war sie nicht allein. Die Autobahn, dachte Moses, ist unser wahres Wohnzimmer, unsere Kirche und unser Wirtshaus. Die ganzen Raser und Drängler verteidigen nicht ihr Revier oder ihr Recht auf Raserei, sondern ihr Vaterland. Und zwar gegen die Herrschaft der Muttis. Sie sind traurige Krieger, die von ihrer Truppe getrennt wurden und jetzt einsam durchs Land irren. Wenn wir eines Tages ein Tempolimit einführen, weil wir wollen, dass dieser Krieg auf der Autobahn aufhört, dann werden wir uns noch wundern, denn dann hört der Krieg nicht etwa auf, sondern kommt zurück in unsere Städte und Dörfer. Steile These, dachte Moses. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sie stimmt oder einfach nur steil ist. Fühlt sich auf alle Fälle gut an, irgendwas Philosophisches mit Deutschland von sich zu geben. Vielleicht sollte ich Publizist werden. Ich müsste mich nur für eine Richtung entscheiden. Mit Kritik am deutschen Mann und seiner Autobahnraserei wäre ich links gut aufgehoben. Mit Krieg als alleinherrschenden, mit Krieg als Naturkonstante oder wenn ich den arabischen Mann dazu nehme, der ja auch gern schnell fährt, dann eher rechts. Am Horizont stauten sich die Autos. Er beschloss, den Stau auf der Überholspur zu verbringen, zog weit nach links und kam hinter einem Kombi zu stehen, in dessen Heckscheibe ein Aufkleber sagte, kein Kind mit bekloppten Namen an Bord. So, jetzt geht's im Stau weiter. Der Stau reichte bis zum Horizont. 10 Meter vor Moses war ein Mann aus seinem Auto ausgestiegen und rauchte eine Zigarette. Schon vor 5 Minuten waren 2 Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene durch die Rettungsgasse gefahren. Moses hatte auf der Fahrt nach Gießen vor 2 Tagen beinahe selber einen Unfall verursacht, weil er ein großes Plakat zu lesen versuchte, das am Autobahnrand vor Unaufmerksamkeit am Steuer warnte. Das Plakat war gestaltet wie eine Todesanzeige und dort stand Jens, 28, abgelenkt durch eine SMS. Moses hatte im Vorbeifahren Jesus gelesen, aber das konnte er nicht recht glauben. Also schaute er nochmal hin und wäre um ein Haar auf seinen Bremsen den Vordermann aufgefahren. Moses, 39, abgelenkt durch ein Verkehrserziehungsplakat am Autobahnrand, dachte er, und sah im Geiste sein eigenes Foto als Todesanzeige. Waren die Fotos, die man auf solchen Plakaten sah, irgendwelche Models aus der Kartei, oder war Jens, 28, tatsächlich bei einem Unfall zu Tode gekommen? Was sagten die Angehörigen in beiden möglichen Fällen dazu, dass ihr Sohn oder Bruder bundesweit als Verkehrstoter an der Autobahn hing? Es war bestimmt nicht ohne Zustimmung passiert. Nichts in Deutschland passierte ohne Zustimmung der Betroffenen, 2er Gleichstellungsbeauftragten und 3er Ethikkommissionen. Nur die Raserei auf der Autobahn und der Stau, die passierten einfach so. Und der Bau von Amazon-Logistikzentren in den unendlichen Weiten von Niedersachsen und Niederbayern. Und die Globalisierung, was immer das eigentlich war, und die unbezahlbaren Mieten in den Großstädten und die Euro- und Banken- und Staatsschuldenkrise, von der man nicht genau wusste, ob sie eigentlich inzwischen vorbei oder zum Dauerzustand geworden war. In den Nachrichten wurde immer nur berichtet, dass irgendwas anfing, aber so gut wie nie, dass etwas vorbei war. Das ist ein guter Moment, um aufzuhören, finde ich. Guter Moment zum Aufhören, ein schönes Schlusswort. Also Leute, besorgt euch das Buch, lobt es, gebt es weiter. Und ja, nicht nur, weil es literarisch großartig ist, nicht nur, weil man sofort reinkommt, sondern, ihr habt es ja gerade gemerkt, man liest und hat seine Freude. Lässt sich sehr gut lesen.
es lässt sich lesen und das ist ja heutzutage auch schon sehr viel wert, wenn man auf der Buchmesse rumläuft. In diesem Sinne noch einen schönen Abend und bis bald. Hat jemand eine Zigarette? Ja.